begrüße Sie alle hier auf dem Lokal- und Lecker-Genussmarkt. Rheinland-Limes Lokal und Lecker in Pohl. Wettergott spielt mit, Gott sei Dank, es ist trocken. Wir haben 17 Aussteller statt 20. Wir hatten 3 kurzfristige Absagen und 2 haben mich sogar tatsächlich gefreut. Ich will auch kurz erklären, warum. Weil beide Landwirte auch bedingt durch die Promotion dieses Marktes so viel Geschäft hatten, dass der Ziegekäsehof Tönnies und das Ölsberger Gartengemüse nicht genug Ware hatten, für heute hier präsent zu sein. Und das erhoffen wir uns auch heute, dass die Leute, die kommen, das sieht man jetzt auch, wenn man mal über den Markt guckt, dass Betrieb kommt, dass endlich Menschen kommen und hier die lokalen Produkte genießen. Und ja, ich bin glücklich, dass das Wetter so mitspielt. Und jetzt hoffen wir, dass es einen schönen, langen Markttag gibt, wo die Leute zufrieden nach Hause gehen. Gut von den Organisatoren hier und vor allen Dingen auch sehr gut, dass unser Limes-Kastell wieder einen Veranstaltungsraum bieten kann. Und ich sehe hier viele Autos aus der Region und ich denke, dass das eine gute Veranstaltung wird heute. Wir haben sehr viele Aussteller da. Seit heute Morgen um 7 sind die fleißig am Aufbauen gewesen. Nach einer Andacht haben wir den Markt eröffnet und jetzt haben wir ein munteres Treiben. Die Gemeinde Pohl stellt die Location zur Verfügung, also das Limes-Kastell, und helfen tatkräftig dem Personal, was momentan vor Ort ist. Die Veranstaltung hier finde ich fantastisch, ist eine absolute Bereicherung und gehört auch gefördert, mehr wie denn je. Weil es ist ein enormer Aufwand, das weiß ich also. Das Ding ist weit über 10 Jahre alt und es sehr, sehr viel Spaß gehört dazu, aber sehr, sehr viel Schweiß. Und aus dem Grunde heraus gehört es gefördert. Es wird im nächsten Jahr zu 100% wieder ein Lokal- und Leckergenussmarkt geben. Wir werden direkt nach dieser Veranstaltung mit der neuen Kastellleitung, die ja auch im Vorbericht sich vorstellen konnte, mit dem Nikolas und der Ira in die Nachlese gehen mit den Ausstellern und werden sehr viel früher anfangen, diese Sache für nächstes Jahr hoffentlich noch ein Stück mehr aufzupumpen, weil es gibt sehr viele neue Betriebe. Aber wir hatten dieses Jahr auch das Problem der Kommunalwahl, bis alle Gremien konstituiert, alle Verantwortlichkeiten geregelt waren. Das werden wir nächstes Jahr früher anfangen und dann werden wir wieder einen tollen Markt haben in 2025 hier am Kastell.